1935. Tiefe. Oh Gott, jetzt muss ich auch schon eine Tiefe messen. Das ist wie bei Depth 6. Inside Depth 6. Genau. Ach komm, jetzt hol dir rum, Alter. Mit, Jens, mit Absicht hast du durchgeschnitten. Du, ja, du! Ja, tut mir leid, ich bin nicht der Romantiker in diesem Spiel. Ich hab Marvin umgebracht. Es war ein Unfall. Genau wie die Frau im Checkpoint. Mach diese Situation nicht noch schräger. Reiß dich jetzt zusammen! Die beiden werden aber auch nicht so richtig Freunde, oder? Naja, ich... Wir hätten halt irgendwie auf Linie, ne? Colonel, sind Sie das? Was ist mit Rachel? Wir... Der Feind hat uns aufgelauert. Er hat auf uns geschossen und... Alle auf zu heulen, Alter. Rachel! Echt? Sie ist gefallen. Sie ist gefallen? Was? Ich hielt sie. Wirklich so fest ich konnte, aber... Sie hat mich runtergezogen. Ja, sag es mal ruhig, ihrem Liebhaber. Ich musste das Seil kappen. Rachel! Wir müssen weg. Wir sind ein leichtes Ziel. Rückzug antreten. Schnell! Da drüben. Gehen wir! Da drüben. Schnell fangen. Schnell wieder unter Kontrolle, der Typ. Unmöglich. Ah, ist ja nicht so eingeladen. Langsam. Er könnte noch hier sein. Ehrlich, Körne, die Iraker sind unser kleinstes Problem. Sie folgen uns nicht. Hier spricht Mailman 21 Actual an alle. Hört ihr mich? Over. Joey, melde dich. Over. Joey ist tot. Wovon redest du, verdammt? Die Iraker haben ihn erwischt. Er starb in meinen Armen. Oh nein, nicht Joey. War Joey der mit der Brille? Wie zur Hölle kommen wir hier raus? Mit Sprint. Wir müssen uns hier einbunkern, eine Verteidigungslinie errichten und uns etwas Platz zum Atmen schaffen. Lieutenant, was meinten Sie damit, dass die Iraker unser kleinstes Problem sind? Glauben Sie an Gott? Absolut nicht. Sollten Sie aber. Wir werden angegriffen von... Ich weiß nicht was. Sie würden es mir ja doch nicht glauben. Ich war dort und glaub's auch nicht. Monster. Monster. Komm, wir sehen Gespenster. Monster, bei allem Respekt. Lieutenant, wir stecken mit einem Iraker fest, vielleicht mehreren. Was Sie gesehen haben wollen, das ist Mist. Mist. Statuen. Nick, speicher's ab und reiß dich zusammen, verdammt! Was ist das hier? Jedenfalls nicht das Depot. Die Mission ist ein Flop. Das kriege ich hin. Der Satellit. Ich verbessere mit den Daten mal den Algorithmus. Das sind nur Kinderkrankheiten. Das bist du. Ja, verstanden, Sir. Er ist halt eher so ein... Verstanden, Sir. Typ. Das ist allein Ihre Schuld. Retten Sie uns den Arsch. Was war das gerade? Oh ja. Dachte ich's mir. Sie bewachen den Eingang. Wir sehen uns das an. Repariere den Generator. Haben die sich nicht jetzt extra eingebunkert? Weil der Generator ist doch draußen, oder? Mir war auch so. So, hier haben wir erstmal Taschenlampe. Ja, das ist auch immer clever, sich einzubunkern, wenn der Generator, der wichtig ist, draußen rumsteht. Ja, letztendlich brauchen sie das für Licht. Das soll also Saddams Chemiewaffendepot sein. Für Licht. Lauft um euer Leben, wir sind verloren. Da flackert's ganz schön. So viel zu Erics. Protegiertem thermischen Satellitensystem. Siehst du das?
Eric. Ja, ist im Arsch. Eric muss uns ein paar schwierige Fragen beantworten. In seiner Haut will ich nicht stecken. Wie kann ich denn noch mal schneller laufen? War das das? Nee. Das? Nee. Das? Da ist der Generator. Das. Sehen wir mal nach. Bin auch schneller. Könnte Hilfe gebrauchen. Schon dabei. Jemand hatte wohl ein großes Problem mit dem Ding. Sabotage? Scheint so. Halt Ausschau. Das kleine Kabel durchgeschnitten. So, hat große Probleme damit. So. Schluss mit dem Quatsch, beeil dich! Sieht das hier etwa noch Quatsch aus? Gute Arbeit, Quatsch. Nicht schlecht. Das war eben durchgeschnittene Kabel, das ist jetzt so keine Akte irgendwie, da muss kein Ingenieur sein. Nee, aber so wie er es verbunden hat, war es irgendwie mit einem Schrumpfschlauch, den er, wo auch immer er den her hat. Aber auf. In seinem Elektrikerkasten. Dropkick, hier Mailman, 2-1 Actual. Wir gehen weiter rein. Over. Verstanden. Vorsichtig da unten. Dropkick out. Dropkick-Ort. Verzeihung, mit den Eindringen. Wo führen die Kabel hin? Ruinen. Oh, nee. Haben wir jetzt immer so... Was? Ist hier noch ein separater Eingang? Das ist ein anderer Raum, ne? Was denkst du? Forscher? Ja, ich denke schon. Götter der Sumere von Franklin Lewitt. Veröffentlicht von Napier and Brothers. Brothers. Oh, der. Der Rückentext gefällt mir gut. Oh Gott. Kannst du auch noch aufmachen? Oh, ja. Man kann es bei Armbruch kannst du aufmachen. Für immer nur noch Staub fressen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Lammas Tu war eine schreckliche Dämonin, eine Kindermörderin, die sich im Blut und Fleisch der Menschen labte. Sie wird meist als haariges Monster mit Löwenkopf und Vogelfüßen dargestellt, oftmals auf einem Esel kniend, mit einer Schlange in der Hand und einem Hund und einem Ferkel säugend an ihren Brüsten. Klar. Lammas trug sieben Namen und wurde in Beschwörungen als die sieben Hexen bezeichnet. Sie wurde für viele Gräueltaten verantwortlich gemacht. Es hieß, sie bringe Albträume, vergifte Flüsse und sei eine Vorbotin von Hunger und Pest. Abbildung 4. Gürtelschnalle, gefunden im Grab eines akkadischen Priesters. Abbildung 4a. Detail an der Gürtelschnalle. Lammas Tu war die Tochter des akkadischen Himmelgottes An, dem Vater von Göttern und Dämonen und dem Gott Könige. An wurde von den Akkadiern meist mit einem gehörnten Kopfschmuck abgebildet, wohingehend die Sumerer ihn als großen Stier darstellten. In der Religion Mesopotamiens wurden Stiere oft als Symbol der Stärke angesehen, ein Glaube, der den späteren Kulturen des Mittelmeers und Nahen Ostens weitergegeben wurde. Für griechische Philosophen waren die Hörner des Stiers ein Symbol für die Hörner eines Dilemmas. Eine unmögliche Wahl ohne richtige Antwort. Die sumerischen Götter boten den Sumerern jedenfalls keine richtigen Antworten, denn sie waren gleichzeitig gütig und grausam, erhaben und kleinlich, fehlbar und unangefochten. Flup. Flup. Bücher kann man auch wieder schließen? Da kann man auch wieder zumachen. Okay, haben wir hier sonst noch was gehabt? Außer das Büchlein? Nee, ne? So, warte. Hier geht's ja weiter. Oh Gott, alles so verschachtelt. Ja, das ist halt. Überall kann der Hinterhalt lauern. Ich guck auch so selten nach oben. Meistens kommt dann sowas irgendwie von oben. Ne? Das ist dann nicht schön. Hier lang. Oh. It's a trap. Fuck. Sei vorsichtig. Stolperdraht. Stolperdraht. Geräumt.
Sieht einfach aus. Einfach, aber Explosion? Nee, ich muss nur den Draht kappen. Wohl der, der auf Eric geschossen hat. Der Mistkerl verfolgt uns. Dropkick, hier Mailman 21 Actual. Hören Sie mich, over. Das ist ja nicht ein scheiß Codename, Alter. Wie läuft das, Callcheck? Ihr Freund hat eine USBV dagelassen. Uns geht's gut, aber halten Sie die Augen offen, falls da noch mehr Liebesbriefe sind. Over. Verstanden. Bin unterwegs, Dropkick out. Er ist unterwegs. Musstest du ihm vom Stolperdraht erzählen? Warum nicht? Warum kann ich jetzt hier untersuchen? Ah, okay. 2. April 1946. Wir haben unser Team zusammengestellt. Ganz oben auf meiner Liste stand, leserlich, Crow. Die Bulldogge von Omaha Beach. Wir haben ihn in Kairo entdeckt, als er sich in einer levantinischen Club für Geld prügelte. Levantinischen, entschuldigt bitte. Crow empfahl, unleserlich. Und in Haifa haben wir meine Assistentin, die allzeit wissensdurstig Alina Journeau, aufgesammelt, unleserlich, bestand auf die Anwesenheit ihres eigenen Ratgebers Alice von Huyten, einem Archäologen, dessen schlechter Ruf unleserlich. Da unser Team jetzt vollständig ist, werden wir in den Libanon aufbrechen und von dort den Zug nach unleserlich. Kannst du es noch umdrehen? Nee. Gerade noch probiert, aber. Nein. No. So, da glänzt noch eine Menge mehr. Was ist das? Ah, das ist ein altes Brot. Das ist ein Brötchen. A59. Ja. Ich weiß nicht, ob soll ich das notieren? Schreib mal vorsichtshalber auf. Ja, ich schreib mal auf. Ich. Brot A59. A59. Was war das andere? War das A12? Kann das sein? Da weiß ich nicht mehr. Ne, sagen wir mal vielleicht A12. Okay. Immer auf A12, immer Feuer. So. So, da hat noch was geglänzt. Oh, ah, hier geht's weiter. Was für Erik jetzt hier? Nick. Kann uns was zuflüstern? Gibt's aber hier. Oh, guck mal, da hinten ist noch was. Nein. Oh, ist so. Aber hier, hier ist so eine Steintafel, hör mal. Ja, komm, schnell angucken. Und aufpassen. Okay, wen haben wir jetzt erstochen? Also, ich würde sagen, es war jetzt wie so eine Art Mumie oder sowas. Eine Mumie? Ja, also zumindest sah es zumindest irgendwie so danach aus. Ha. Huh. Also, ich hätte fast gesagt, das ist der Iraker gewesen. Oh. Das kann natürlich auch sein. Haben wir hier noch was? Nee, hier haben wir nichts mehr. Hier geht's denn. Guck mal, hier sieht's aus wie. Oh, warte mal. Oh, das hier, sieht ne, aus wie du? Da, ne? Ja, du. Das, wie auf die Steintafel, hör mal. Hör mal, da. Wo das da durchgezogen ist. Eieieiei. Da müssen wir aufpassen jetzt. Ist nicht so, dass man da rüberklettern kann, aber schieb beiseite bei den ganzen Sprengfallen ab. Kein Problem. Fummel einfach an allem rum, was du findest. Er könnte uns unten auflauern. Leise. Ist das Joey? Er lebt noch. Warum soll es Joey sein? Kann nicht sein. Wir hören ihn doch. Unmöglich. Das ist er, definitiv. Diese verdammte Höhle, Jason. Ich sag's dir, ich hab ihn sterben sehen. Nimm's mir nicht übel, aber du bist nicht du selbst. Wir wissen es nicht. Vielleicht auch nicht. Ist der Witzbold. Wir lassen keinen zurück. Semper Fi. Semper Fi. Okay. Hey, erzähl mir mal jemand, was hier abgeht. Wir hätten solltest Joey du nicht auf die Tunnel. Tür passen? Wir glauben, es war Joey. Er war es bestimmt. Wir werden ihn retten. Denken Sie daran, dass ich hier entscheide. Ich gehe vor. Genau. Na? So, selbstbewusst. Okay. Nein, ich gehe vor.
Bestimmt nicht ohne mich. Wenn man die ganze Zeit so ein taffer Typ wäre, ist er aber den... Rätsel, nein! Oh, man hat eben versucht, hier rauszukommen. لازم اقول له لا اتخانق لوحدك مش هتخانق معاك لازم يكون في طريقه ثانيه من هنا لازم يكون في طريقه ثانيه سا nein ich lebe immer noch Gott finde einen Ausweg durch die Ruinen dann schauen wir doch mal was haben wir hier vorne gehabt oh ein Portemonnaie von Eric. Ja, mach mal auf. Da. Nee, das ist der Iraker. Oder? Ja, sieht so aus. Tatsächlich auch mit einer recht leger abgebildeten Dame. Kann aber nichts machen. Also nicht leger, sondern halt, kein Kopftuch. Man muss halt immer aufpassen, dass man hier politisch koscher bleibt, irgendwie. Es ist tatsächlich fürchterlich. Also, Alles richtig. Aber irgendjemand flämt dich immer. So. Ja, wie sollen wir denn jetzt hier... Also ich will jetzt nicht... Soll ich jetzt da gucken gehen? Ja, aber jetzt kurz mal. War das jetzt der Typ, der andere Iraker, der ebenfalls in der Höhle mit drin ist? Das meinst war du, der doch, oder? Der geschossen hat, ne? Ja. Ja. Das ist doch das Bild von... Lisa? John? Also ja, genau. Das Gesicht von John. Richtig. Denn ich finde es halt ein bisschen... seltsam, dass der sich halt auf einem... Also das Bild ist ja eher so, würde sich ein westliches Paar abbilden lassen, irgendwie. Und nicht ein irakisches. So denke ich mir das... So steckt es mir vor. Ich habe keine Ahnung, aber... Ich weiß nicht, ob ich dieses Brettchen nehmen soll. Weil da runter ist die Hand. So an der Hand so. Zieh mal den Finger. Oh Gott. Ich hab ein bisschen Schiss, ne? Ach komm, zieh, los, mach weg das Brett. Ja, ich mach doch. Hallo? Ach, du machst schon. Ein paar Fingernägel. Was macht er jetzt? Neugier. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Okay, doch. Buddeln nicht echt. Willst du den jetzt komplett ausbuddeln? Ja, wir sind neugierig. Oh. Ah, das ist Viech. Licht. Ja, das ist richtig. Nein, ich bin dann wieder in den Schatten zurück. Was? Jetzt springt er dann wieder rüber. Was soll der Quatsch? Der will wahrscheinlich jetzt da wieder irgendwie durch. Okay, vielleicht doch nicht. Er macht sich jetzt einfach zum Kaffeeieren. Stich da! Stich da! Ich hab doch! Oh nein! Oh Scheiße! Hast du Schwein? Eine Suppe, Alter. Ich hab kurz gedrückt. Ja, scheinbar ist Salim doch noch eine wichtige Schlüsselfigur. Okay.
War das jetzt Dropkick und seine Kumpels? Nee, das war irgendwie ein separates Team. Aber das waren nur Amis. Ja, aber irgendwie die wahrscheinlich, weiß ich nicht. Wer ist er? Achso, das kann ich. Ohne Helm ja nie erkannt. Wer ist er? Oh ja, das Feuerzeug. Sein Kumpel ist. Also, nochmal zum Feuerzeug nur? Ja, ne, einfach so 2 Meter Sicht und dann danach gehen in das Schwärze. Scheiße. Vor allem links und rechts so richtig. Kann immer was lauern. Ja, also kann ich sagen, meine Hosen werden gestrichen voll. Aber wirklich. Oh, da ist nochmal so ein Brot, ne? Ja. Ein Brot mit Loch. Ja, was ist das? R19. Das ist mir nicht Schams. Haben. Das Loch muss für die Sonne sein. Da fehlt aber etwas, okay. Wir können sie auch nicht mitnehmen, ne? Nee. Oh, wie viele von den Viechern gibt's? Okay. Aber er ist clever, er zieht sich einfach zurück. So, hier ist ja unser Trio mit 4 Fäusten in den Ofen. Jetzt kommt Nick. Jetzt kommt Nick. Nick Carter. Gut aufpassen. Hörst du Joey noch? Hier ist Mailman 21 Action. Joey, hörst du mich? Bitte komm, over. Joey, hörst du mich? Joey. Ich bin noch am Leben. Oh, oh. Joey's Brille. Ist Joey's. Er steht schlecht um ihn. Wir müssen uns beeilen. Sie waren bei Lance Corporal Gomez, oder? Was ist denn mit ihm passiert? Missbilligend. Na, Freundchen. Oh. Nicht so laut, Colonel. Die Biester sind hier. Hey, Schluss, Marine. Diese Höhle macht sie paranoid. Hier ist nichts außer den Irakern. Sie werden schon sehen, Colonel. Sie finden es schon raus. Doch. Halten Sie mich für dämlich? Ja. Sie hacken auf mir rum, seit ich in Campslayer ankam. Gib mir 200, Freundchen. Das ist Schwachsinn. Wissen Sie, für jemanden, der seine Frau verloren hat, benehmen Sie sich wie ein echter Arsch. Wow, weg mit der Waffe! Sagen Sie das nochmal! Schon gut. Ganz ruhig, Mann. Stand mir nicht zu. Bist du auf Drogen, verdammt? Sie wissen nichts über mich und Rachel. Wenn ihr wisst. Falsch, du weißt nicht von Nick und Rachel. Waffenprüfung. Nichts dem Zufall überlassen. Warte mal, die wollen jetzt alle da lang. Aber hier gab's noch, wo wir die. Willst du nochmal zurückgehen? Ja. Also, ja, klar, macht Sinn. Oh, ah, nee. Hm? Corporal Gomez, hier Dropkick. Hören Sie mich, over. Ach, er ist Dropkick. Ah. Hä? Warum kann ich. Aber von hier sind wir doch nicht gekommen, echt? Oder? Von wo sind wir gekommen? Na, nicht von hier, würde ich sagen. Wir sind ja durch den normalen Korridor gekommen. Also, wir können ja mal runtergucken. Hoffnung, dass wie jetzt tief passiert. Ist das Scheißloch? Solche Risse habe ich im Tempel gesehen. Die sind wohl durch das Beben entstanden. Mhm. Los, gehen wir weiter. Wir kennen nun den Gegner. Augen auf, wachsam sein. Was? Nee, wir kennen nicht den Gegner. Legen Sie mich jetzt hier richtig? Verwirrt. Wir sollten nicht hier sein. Hier ist die Brille, die wir gefunden haben. Naja, wir sind aber auch von jetzt quasi von 9 Uhr gekommen. Irgendwie. Von da sind wir gekommen. Konzentrier dich. Ja. Lass dich nicht irre machen. Weil wir hatten den auf der linken Seite gefunden, den Helm von Joey. Mhm. Von daher. Und von da sind wir definitiv nicht gekommen. Gut, aufpassen. Der bleibt auch noch hier so schön stehen, ist auch gut. Oh Gott. Ist Blut. Links. Ja? Kann ich sehen.
Oh, nicht wenig Blut. Ist das Blut? Sand. Nein. Hier unten ging es echt richtig übel zur Sache. Das ist Erdbeer-Jelly. Da haben wir einige Dokumente. 23. Oktober 1946. Die Katakomben unter dem Tempel sind voller unleserlich. Aline hat in El Castillo an Ausgrabungen mitgewirkt, aber selbst hat sie noch nie unleserlich gesehen. Unleserlich haben Tausende im Namen der Götter getötet, die meisten Opfer unleserlich in Massengräber geworfen, als ob das Abschlachten unleserlich. Welche Plage oder Katastrophe fordert solch einen Preis? So viel unleserlich? Was auch immer hier von Jahrtausenden geschah, ist unleserlich? Der Satz macht sogar Sinn. So. Was zur Hölle haben Sie da gefunden? Ja. Oh. Aufgepasst. Salim? Okay. Salim hat auf jeden Fall noch eine Pistole gefunden. Auf dem Rücken hat er noch den Stab. Ja. Und? Weiß ich nicht. Ist er freundlich? Heilung! Gott, Heilung. Sehr gut. Was? Er ist nah. Das ist so abgefuckt. Still jetzt. Wir laufen in eine Falle. Jetzt ist die Frage. Da lang? Oder ja, da lang? Geh mal erstmal in die kleine Kamera da irgendwie, bevor du jetzt da in die große Halle gehst. Scheiße. Brauche Deckung. Medibag. Okay. War der unser Sanitäter? Ich glaube, Joey war unser Sanitäter. Das ist ja den wir, glaube ich, jetzt gerade suchen, oder? Also. Kommen Sie. Weil die denken, dass er ist. Also, er ist doch tot gewesen, oder? Also. Eigentlich ja. Ist aber die Frage, auch nur weil er sagt, jetzt kommen sie. Ist hier hinten wirklich nicht weiter? Ja, es geht hier hinten wirklich nicht weiter. Aber okay, jetzt haben wir. Konzentration! Halt gut, da hat mir die Pack gefunden, irgendwie. Warum? Ja, aber das scheint irgendwie auch ein wichtiger Hinweis. Ja. Aber ich frage mich nur, was das jetzt. Was das für Auswirkungen haben sollte. Vielleicht ist er nicht allein. Vielleicht, weil wir jetzt noch ihn haben. Der perfekte Ort, jetzt können wir uns noch für ihn verteilen. Bleiben wir zusammen. Nein, schneller! Joey braucht uns jetzt! Beeilen wir uns! Mann, entspann dich, Junge! Joey, bist du das? Joey möchte alleine sein! Heftig, rein da, Vorsicht immer mit der Ruhe. Nee, komm, mach mal vorsichtig, easy. Er hat recht. Langsam weitergehen. Colin bleibt in der Sonne. Gerechnet. Aha. Ich hab ihn zwar nicht gesehen, dass er da ist, aber. Oh. Grenade! Granate! Eieieiei, okay. Verdammt. Nick ist separiert. Hier Mailman 3 an Mailman 2 1 Actual. Komm, Lieutenant, over. Hier Mailman 3 an Mailman 2 1 Actual. Komm, Lieutenant, over. Mailman 3 am Dropkick. Colonel, sind Sie da, over. Oh nein. Sind das eigentlich für Kosenamen, die sich da selber gegeben haben, ey? Hier ist Mailman 3. Also entweder Postmann 3 oder Mailman. Also Mann, Mann. Genau. 3. Oh Gott, hier ist doch irgendwas. Aber es sieht unheimlich geil aus, das Spiel, muss ich sagen. So ein bisschen mit der Unschärfe jetzt von ihm ist schon.
Nee, nicht da lang. Guck hier rum. Ich würde gerne jetzt die linke Schulter haben, wo ich ja, drüber schaue. Schulterwechsel, wa? Genau. Mhm. Und dann so dieses Lehnen hätte ich auch gerne. So einfach so um die Ecke lehnen. Ja, du bist ja aber nicht bei Siege. Oh oh. Geh da nicht rein. Okay, wir gehen da rein. Ah, oh, drin in dem Pad. What? Oh oh. Salim. Ach, das ist Salim? Oh, Salim. Salim. Da vorne, da ist ein Dämon. Wir stehen das durch, aber nur zusammen. Der Salim auch ein bisschen bekannt vor? So von der Sicht? Muss ich nochmal gucken, oder? Sie reagieren wie Fledermäuse. Sie hören dich. Sag nichts mehr. Ja, dich. Okay. Ich kenne ihre Schwäche. Sonnenlicht verbrennt sie. Die Kugeln verlangsamen sie nur. Selbst ein Trakt, der auf sie fällt, macht sie nur sauer. Wir schaffen das zusammen, okay? Ich habe gesehen, wie der Dämon eine ganze Einheit zerfleischt hat. Wir müssen außen herum. Verständnis, Freund. Bin bereit. Dann mal los. Wir müssen ja zusammenarbeiten. Wäre auch bei dem anderen Ding auch gewesen, aber egal. Was ist das? Fast geschlafen. Muss ich sagen, leicht angespannt gerade. Fast verkackt. Ja, jetzt sind die Quicktimes wirklich fies irgendwie. Mhm. Einatmen? Ja, weil ich fast die falsche Taste gedrückt hätte. Das ist richtig. Ich war aber auf die andere Taste gerade fixiert. Ich dachte so rein von der Logik her würde jetzt ein blaues X. Ach, die wollen einfach nur an ihm vorbei, Alter. Ramm ihn das Ding in den Rücken. Naja, wohl, ja, das ist wahrscheinlich nicht so erfolgsgekrönt, wenn man ihn das Ding jetzt in den Rücken prügelt. Gute ist ruhig bleiben. Einfach ruhig bleiben. Und wer liegt da? Was zum Teufel ist hier unten? Die Biester sind überall. Noch nie habe ich etwas so Bösartiges gesehen. Bösartig. Was sind das wohl für Dinge? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Hab sie nicht gefragt. Was denkst du? Glaubst du an Dämonen? Früher hätte ich dich für die Frage ausgelacht. Aber jetzt? Die alten Sumerer glaubten, dass die Seelen der Toten in das Haus des Staubs gehen, wo sie von nichts als Staub leben, gequält von den Dämonen der Unterwelt.
kann ich mir nicht mehr ansatzweise vorstellen. Wie du habe ich daran nie geglaubt. Aber sieh dich um. Schau, wo wir sind, was wir gesehen haben. Gefangen im sumerischen Tempel. Ich bin Nick. Ich bin Nick, wir machen ganz lässig. In dieser Hölle solltest du meinen Namen kennen. Nick Hay, Sergeant. Salim Othman, Lieutenant. Iraker Armee. Wieso? Ah, daher die Waffe. Shukran, Yahui. Was? Hier ist Mailman 21 Actual an Mailman 3. Hörst du mich? Over. Klar und deutlich, LT. Sehe dein Licht. Geh weiter. Ich bin gleich da. Over. Ich komme zu dir. Hey, ganz ruhig. Wir machen jetzt nichts. Deine Freunde machen besser nichts Dummes. Ja, dann nimm doch die Waffe runter. Ja, komm hier. Ruhig dich. Du musst mir vertrauen. Sie tun dir nichts. Waffe runter. Nicht so aggressiv. Genau. Waffe runter, sofort! Richte nicht deine Waffe auf mich! Schon gut, jetzt lade mal tief durchatmen! Er ist nicht der Feind! Ich will euch nichts tun! Du machst einen schweren Fehler, Soldat! Weg mit der Waffe, sofort! Nein, erst ihr, dann ich! Waffe runter oder wir schießen! Ich sagte sofort runter mit der Waffe! Lass mich doch nicht von einem schießwütigen Ami abknallen! Okay, das reicht. Kämpfen hat keinen Sinn. Nicht mehr. Ich sollte dich ganz einfach abknallen. Das ändert aber nichts. Ich bin schon in der Hölle. Reiz mich nicht. Wir gehen zurück zum Tempel. Fessel ihn. Stellt er was an? Leg ihn um. Nach allem, was wir durchgemacht haben? Vielen Dank. Es ist 22 Uhr mittlerweile. Ja. Meine Güte. Ist das ein Metalldetektor? Nee, das ist doch die UV-Lampe, glaube ich, oder? Mit der müssen wir vorsichtig sein, nicht, dass wir damit irgendwie Dokumente anfackeln oder so. Meinst du? Wie du willst. Da hat doch vorhin was gebrannt, oder? Wie viele eurer Männer sind hier? Habt ihr chemische Waffen bewacht? Dennoch wahrscheinlich eher ein Vampir, oder? Meinst du? Sie sind hier, oder? Oh, das kann natürlich auch sein, stimmt. Wo sind sie versteckt? Antworte! Du weißt nicht, womit du es zu tun hast. Hast du die Dämonen etwa nicht gesehen? Ich weiß nicht, was da war. Ich schon. Hier unten gibt es Monster. Monster, die sich von Fleisch ernähren. Monster, die im Sonnenlicht verbrennen. Nehmen Sie mit. Sind das Baupläne? Achso. Ich wollte gerade sagen, Alter. Das ist ein Bauplan von so einem sumerischen Tempel. Gleich knallt's. Ich habe gar nichts gemacht. Das war der letzte. Sollte sie erstmal aufhalten. Lang genug, um sie auf den Kameras zu sehen. Alter, ich weiß nicht, irgendwie, die machen da unterirdisch irgendwelche Sprengungen irgendwie. Das kann alles in sich zusammenfallen.
Das ist den, glaube ich, diesen Statiker. Das okay. wird nur noch von Binfäden alle gehalten. Hilf mir mal. Wir haben schon oft in der Scheiße gesteckt. Noch nie so tief wie jetzt. Beim Kampf gegen Monster will ich niemanden anders an meiner Seite. Jetzt bist du wieder. Oh, bin immer für dich da. Du weißt, ich bin immer für dich da, Kumpel. Egal, was kommt. Das ist beeindruckend. Meinst du? Ich frag mich, wie viele solcher Städten wir einfach zerbombt haben. Der Kram soll ruhig im Staub versinken. Interessante Frage. Das ist ein Problem. Die Menschen hier wollten keinen Krieg. Warum verteidigst du sie? Warum verteidigst du den Feind, Sergeant? Wir wissen beide, dass sie nicht alle Feinde sind. Fuck, Jason! Geht es hier um das Mädchen am Checkpoint? Scheiße, Nick, wie oft denn noch? Wir dachten, sie hätte eine Bombe. Es waren nur ihre Einkäufe. Wir haben Mist gebaut. Was haben die gemacht? Wahrscheinlich reiß ich zusammen. Denkst du, ich weiß das nicht? Wir können nicht ändern, was passiert ist. Nicht mehr, niemals. Es ist vorbei. Also reiß dich gefälligst zusammen, Nicky. Mailman 2-1 Actual, hier Dropkick. Weltklug reagiert. 2-1 Actual, höre sie. Kameras sind bereit, die Tunnel wurden gesprengt. Over. Gute Arbeit, Lieutenant. Prüfen Sie den Ostkorridor, bleiben Sie wachsam. Over. Verstanden. Over and out. Wie viele Soldaten sind in den Tunneln? Wie viele hat der Erdrutsch mitgerissen? Als ob er das weiß. Hast du uns allein angegriffen? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Lügner! Ich habe niemanden angegriffen. Doch, und zwar mich. Und meine Frau. Was? Deine Frau? Ja. An der Klippe. Sie fiel. Tut mir leid. Das wird es. Dafür sorge ich. Wie tief runter führt das? Dropkick, hier Mailman 2-1 Actual. Nähern uns dem Ostdurchgang. Over. Ich sehe sie. Full check. Kalos-Scans haben ein großes Bauwerk unter dem Tempel gezeigt. Bleiben Sie wachsam. Da unten ist was Großes. Scheiße, die Tore haben ganz schön was abgekriegt. Die Dinger kamen hier mit voller Wucht angestürmt. Wer auch immer die Waffe bedient hat, hat sie aufgehalten. Und wurde dann hinterrücks massakriert. Die Biester sind nicht dumm. Es sind Raubtiere. Ich würde wetten, wenn die schon mal hier waren. Kommen sie wieder. Okay, also jetzt müssen wir den. Was? Sichere den Tempel? Mhm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Haben wir denn noch irgendwas so wie Sprengfallen oder so? Irgendwie da? Ach, guck mal, hier ist aus dem Intro der Kampf gewesen. So nah war ich der Hölle noch nie. Stimmt. Guck mal, hier können wir runtergucken. Hier gibt's noch. Ach, nee, doch nicht. Womit hat sie das nur verdient? Von einem Pflock durchs Herz getötet. Okay. Also ich hab jetzt nicht so schnell eine Frau ausmachen können. Wie die. Nee.
Denke, das waren nicht die Kreaturen. Wer dann? Ich dachte schon, war Randall. Weiß nicht. Buffy? Buffy? Ja? Oh, cheesy, Alter. Behalt's lieber für dich. Oh. Hm. Klar. Achso, klar, sagst du. Okay. Hm? Man weiß nie, wann man einen Pflock brauchen kann, stimmt's? Das ist richtig. Tja, Pflock hat lecker Zahn. Vor allen Dingen hatten wir nicht vorhin auch irgendwas gesehen gehabt, wo er wie so eine Art Messer benutzt hat? Vielleicht ist er der Pflock. Messer möchte ich noch rückblenden. Da wird gleich was unleserlich. Der Gestank des Todes unleserlich. Und überall lagen unleserlich. Über und über mit Fliegen bedeckt waren. Crow glaubt, dass unleserlich hier unten herunterwarfen, nachdem unleserlich ausgeraubt worden. Diese unglückseligen Wanderer tun mir leid. Die Angst, die sie unleserlich, doch das war nicht das, was er uns zeigen wollte. Ein schauerliches unleserlich. ein schauerliches unleserlich dafür. Als Mary fragte, was es war, nickte Bradshaw Crow zu und dieser öffnete die Kiste mit dem Dynamit. Sie meinte, sie wollte es herausfinden. Was ist das? Was ist das? Da steht, sie fanden etwas Seltsames. Ach, echt jetzt? Beunruhigt euch das eigentlich gar nicht, dass hier... Knochenkammer, ey. Alles? Ja. Voller... No. Tatsächlich ist das ja nicht so unüblich, ne? Irgendwie, dass das selbst sehr viele Friedhöfe hatten noch bis, glaube, bis ins Ende 19. Jahrhundert noch Knochenkammern. Krass. Es gibt ja auch so ganz berühmte Katakomben hier unter Paris, ist ja auch irgendwie sowas, glaube ich. Mhm, ja. Oh, Schei ist zum Beispiel halt so auch so eine sehr, sehr krasse Knochenhalle, die man besuchen kann. Okay. Aber wir haben jetzt hier wieder ein Bild. Eine Steintafel. Oh, Rachel. Rachel ist in die Granate reingelaufen. Und Rachel lebt noch. Rachel's alive. Wir finden auch relativ viele Tipps, muss ich sagen, im Vergleich zu den anderen Spielen irgendwie. Also zu Little Hope und Man of Medan. Stimmt. Oder? Ja. Oder kommt mir das bloß so vor jetzt? Nö. Also ist wirklich so, im Vergleich ist das, kriegen wir echt viele Tipps. Geheimnis gefunden. Geheimnis gefunden? Was? Scheint ausgeblutet zu sein. Er war bestimmt einer der Forscher. Aha. Ausgeblutet ist hart. Na gut, das andere, was da glänzt, haben wir schon. Ach, das ist die Frau, ne? Das ist die Frau, genau. Da, okay, alle klar. Gut. Denn mit dem Pfahl. Weil hier würde ich nämlich nur kurz... Ach, und noch mehr Knochen. Das ist ja wunderbar. Noch irgendwas hier zu entdecken? Nein. Was war denn das gerade? Kann man nicht mal vernünftig spucken? Der Wasser rein spuckt, ey. So, gehen wir mal gucken. Mehlmann 2, ich weiß nicht. Also, so ja nun nicht. Warte mal da. Wer ist halt? Naja, Schrott. Was hast du da? Nichts, was uns hilft, hier rauszukommen. Geheimnis gefunden. Das ist schön. Ist das nicht die Sonne? Ja, vielleicht kann man das in den Stein abstecken. Jetzt wäre es mir auch egal, wenn es die Kronjuwelen von England wären. Ja, aber dann ist doch mit. Oder vielleicht auch nicht. Also vielleicht ist es besser, wenn es da lässt, sogar. Zu spät. Ich habe gerade überlegt, so mit Sachen aus Gräbern mitnehmen. Das ist ja jetzt nur der Fluch des Pharao. Ja, deswegen. Okay, hier geht's weiter. Kann ich dann irgendwas noch hier entdecken? Nee, ne? Also, ist jetzt nur hier, dass wir weitergehen können. Ich sag mal vorsichtig. Ich weiter. Perfekt. Sieht aus wie ein Nadelöhr. Jedes Monster, das aus der Tiefe nach oben will, muss hier durch. Legen wir Sprengstoff. Ja. An den Säulen hat er die größte Wirkung. Aber da sieht man die Stolperdrähte. Ob die Dinger wissen, was das ist? Wir sollten sie nicht unterschätzen. Femin wie die Seiten. Das wird sie ziemlich überraschen. Nicht so wirksam, aber besser versteckt. Was hier ist doch Rackel durchgelaufen, oder? Ja, ich glaube auch. Verdraht die Mitte. Wir brauchen die größte Wirkung.
Verbrate die Mitte des Korridors. Haben wir vielleicht noch Glück, dass Rackle das sieht. Machen wir das Beste draus. Ich hätte überlegt, ob man das dann lieber an die Seite packt. Da hätte sie das vielleicht nicht gesehen. Also ein Draht, den sie vielleicht nach ausweichen kann. So meinst du, so Quicktime-mäßig? Also Quicktime-Event. Also darauf hoffe ich irgendwie, dass der darauf hinausläuft. Ich höre dich schlammlich nachdenken. Was ist los? Wir hätten sie noch einmal warnen sollen. Was? Wir leben alle sehr noch. Fuck, Mann, hätte ich bloß nicht gefragt. Das Thema ist jetzt mal durch. Okay. Ja? Was gibt's sonst noch? Der Checkpoint war das perfekte Ziel für Selbstmordattentäter. Die Situation war schwierig. Wir mussten handeln. Und das war falsch. Warum kann niemand Klartext reden? Alle labern Mist, nur um nicht durchzudrehen. Deswegen sind wir doch in diesem Sandkasten, stimmt's? Ich will die Wahrheit, Jason. Ich hab sie erschossen und das quält mich. Willst du mir ernsthaft weismachen, dass es dir nichts ausmacht? Ja, Mist, die Baut. Komm ihm ein bisschen entgegen. Wir haben's verbockt. Falls wir überleben, stehen wir dafür gerade. Falls wir hier sterben, haben wir es vielleicht verdient. Karma. Ich hatte was mit Rachel. Was? Ist das dein Ernst? Katz aus dem Sack? Seit 3 Wochen. Ja, aber so einfach so unverhofft. Ich hatte was mit Rachel. Scharf. Tatsächlich könnte das jetzt wohl Fehler gewesen sein mit der Mitte. Ich weiß es nicht. Hier ist ein Labyrinth. Ist das etwa das, was Kalos entdeckt hatte? Over. Nein, negativ, Lieutenant. Da ist noch was viel tiefer unten. Kommen Sie zurück. Dropkick out. Stell eine Kamera auf. Dann Rückzug.